Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin Otto auf die Jagd nach dem Ticket und heute fürs Spiel Empires & Puzzles. Viel Spaß! Okay, er hat sofort meinen richtigen Account gefunden, obwohl ich das Spiel schon mehrmals neu angefangen hatte. Aber diesmal hat das meinen richtigen, oh, nicht meinen richtigen, meinen einen Account gefunden, sagen wir so. Gut. Ich habe hier irgendwie keinen Sound. Ah. Headset war aus. Aber ich erstmal die ganzen Sachen hier einsammeln. Glomm. Nein, die ganzen Sachen. Viel ist es ja nicht. Aufwerte. Eine Minute. Einsammeln. Was ich bei den Spielen nicht mag, ist, das ist so schmal hier. Eigentlich ist es ein schönes Spiel, aber man kann es nur auf dem Handy längs spielen. Warum, das haben wir auch nachher sehen. Gegen dieses Drei-Farben-Prinzip-Spiel. Bringt drei Farben zusammen und die gehen kaputt. Wo war schon ewig nicht mehr gespielt? Hier ist etwas Grades. Erstmal neu anschauen, beschwören. Nein, okay. So viele Steine habe ich gar nicht. Da. Gratis Beschwörung. Den haben wir schon. Kein Problem. Ah, für Video gucken nochmal gratis. Für eine Werbung anschauen. Hält. Das ist der neue. Das ist mein alter. Auch Level 1. Wow. Waren alle nur Level 1? Ich war doch schon viel weiter. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, die wären weiter gewesen. Ich bin Level 2. Anscheinend. Egal. Aufwerten. 10 Minuten. Helden brauchen wir nichts. Mission. Komm mal, ist hier so. Okay. So, dann werden wir jetzt das Prinzip sehen, das Spielprinzip. Drei Farben. Zusammenstellen. Dann muss er mal bumm. Greifen wir mal an. Mehr ist es nicht. Zack. Über den hier. Hier oben sieht man, wer wogegen stark ist. Grün ist schwach gegen Rot, also ich müsste mit Rot angreifen. Gut, dann kommt jetzt die dritte, ah, der hat vier Reden, okay. Rot. Der ist blau, da bräuchte grün. Grün habe ich hier nicht. Dann hetze ich den mal gelb auf den Hals. Grün, der möchte rot haben. Der möchte kein rot haben.
Hab ich auch nicht. Da, jawohl. Jetzt kommt der Boss. Ach, noch nicht. Ist noch nicht da. Jetzt. Natürlich, ja, jetzt doch. Der Boss ist da. Jetzt benutze ich mal die Heldenfähigkeiten. Einmal cool. Blau. Rot. Lila. Und. Er selber ist rot. Gegen blau empfindlich. Wow, er hat einen gekillt von mir. Das heißt, ich kriege nur 2 Sterne. Ach, da gab es gar keine Sterne. Ich muss ausbilden. Ausbilden. Das ist das ganze Spielprinzip, ja. Was kann ich jetzt noch machen? Das ist nichts. Halloween? Ah, die kriege ich mal umsonst und hier müsste ich bezahlen. 6 Euro. Gratis. Was haben wir hier? Die haben schon alle eingesammelt, glaube ich. Steht zumindest ein Häkchen da. Quests. Abgeschlossen. Und jetzt spielen. Wow. Ach, das schaffe ich nicht. Das ist gleich wie 50. Zurück zur Basis. Überfälle. Ich muss mal meine Helme ein bisschen aufwerten, sage ich jetzt mal so, ne? In meinen jugendlichen Leichtsinn. Auf Level. Den Game habe ich nicht. Ich level einfach so auf. Ich habe den, also kann ich mit den Aufstieg machen. Ne, Aufstieg war, ich brauche glaube ich Level so und so dann. Der Held muss Level 10 sein. Ja. Auf Level. Zack. Ich habe nicht so viel Fleisch. Ja, dann. Ich muss Fleisch produzieren. Lebensmittellager, Eisenlager. Ein Eisenlager habe ich hier. Ein Haus. Eine Mine. Eine Schmiede und zum Ausbilden. Ich habe wirklich nichts, was Essen produziert. Kann ja auch nichts passieren dann. Kostet einen. Ach, komm, machen wir. Egal.
mache auf dieser Ebene nur Essen. Auf dieser Ebene mache ich eine Minen. Dann habe ich hier zum Ausbilden. Okay, dann mache ich erstmal hier. Hier ist nur Essen, also kommt hier Lebensmittel. Das war die Schmiede. Kommt hier noch ein Eisenlager rein. Eisen mehr. Okay, 4 Queste habe ich fertig. Ich muss auf 7 kommen. Kämpfen. Automatisch. Oh, das ist auch mal schön. Jawohl. Super. Weiter so, Computer. Stirbt oder nicht? Wo ich allein gespielt habe, oder selber gespielt habe, ist ja einer gestorben. Nicht einer gestorben. Also hat er besser als ich gespielt, ja. Schauen wir in der Basis. Alles fertig. Hier würde ich noch die Schmiede hinsetzen. Und jetzt brauchen wir erstmal Essen hier. Dann kann ich da noch schnell einen Kampf machen. Überspringen wir die Story. Die Story. Thank you.
super. Jetzt wird aber einer sterben. Von meinen Leuten. Gehe ich ganz stark von aus. Den Gang hier rüber, genau. An den Roten. Oder so. Der Boss. Zwei Bosse. Gelb. Oh, das war gut. Den Blauen hoch. Ui. Einer down. Ah, hat deinen Blauen nicht hochgemacht. Das gibt es doch nicht. Ah, trotzdem gewonnen. Ein neuer Krieger ausgebildet. Jawohl. Haben wir schon zweimal. Aufleveln? Ja, ich habe genug Fleisch. Super. Leveln. Da. Dum, 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 dum. Haben wir nur einmal. Haben wir nur einmal, zweimal. Ah, kein Fleisch mehr. Schiff wieder 1, eine gratis. Beschwören. Den haben wir schon. Immer noch nicht genug Fleisch. Na gut, dann muss ich glaube ich noch einen Kampf machen. Karte. Ich habe doch einen anderen Ort schon aufgelevelt. Da ist grün. Gelb. Schlechter geworden. Aber egal, ist Level 2. 2, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Kritisch.
sind die gleichen. Okay. Fertig. Kampf! Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Das ist hier die Frage. Hand ist voll. Haus ausbauen. Zu wenig Eis. Dann gehe ich erstmal auf meinen Held. Und ich werde ihn hier aufleveln. Zack. Ich habe das Falsche gedrückt. Egal. Passiert halt. Dab, dab, dab. Dann kommt der jetzt da rein. Später auf Leveln. In hier. Hey. Ganz Fleisch ist auf 0. Ha. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute, fürs Erste. Vielleicht ist das Spiel morgen früh wieder dabei. Schauen wir mal. Fertig. Brauche ich nicht, danke. Ach, die Bewohner sind wieder voll. Na gut, dann war es trotzdem das Erste für heute. So. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.